Im letzten Video sind wir von Singapur bis nach Thailand gefahren und haben alle Vorbereitungen getroffen, um die nächsten 50.000 Kilometer zurück nach Europa zu fahren. Unsere Checkliste, einen Ölwechsel zu machen, neue Batterien einzubauen und ein weiteres Solarpanel zu besorgen, liegt nun hinter uns. Das Einzige, was wir jetzt noch hinter uns lassen müssen, ist Malaysia. Aber so einfach ist das leider nicht. Wir haben es bis zur thailändischen Grenze geschafft. Es ist jetzt 15 Uhr und bis Thailand sind es keine 100 Meter mehr. Die einzige Grenze, die über einen Landweg verfügt. Es gibt insgesamt 4 Grenzübergänge, die wir nutzen können, um nach Thailand zu kommen. Heute ist der letzte Tag, an dem wir uns noch legal in Malaysia aufhalten dürfen. Um legal auszureisen, müssen wir heute über die Grenze nach Thailand fahren. Das Problem ist aber, es ist verboten, mit Campingfahrzeugen in Thailand einzureisen. Eigentlich kommen wir so nicht in Thailand rein. Vielleicht mache ich gleich wieder ein Video aus Malaysia, dann heißt es, wir sind nicht reingekommen. Aber bin zuversichtlich, dass wir mal wieder den nettesten Grenzbeamten überhaupt finden. Und der lässt uns natürlich direkt in Thailand rein. Let's go! Wir sind nicht in Thailand reingekommen. Wir fahren jetzt zu einer anderen Border, wo wir glauben, dass wir da vielleicht rüberkommen. Weil wir haben gelesen, dass es da wohl Möglichkeiten gibt, rüberzukommen. Man zahlt wohl 10 Dollar dafür, was so ein bisschen nach Korruption riecht. Und wahrscheinlich kann man da auch nicht mit Karte zählen, aber ich will hier niemandem was unterstellen. Wir versuchen jetzt über eine andere Grenze durch Thailand nach Laos zu kommen. Leider konnte ich unsere Versuche, von Malaysia nach Thailand zu kommen, nie filmen, da das Film an den Grenzen strikt verboten ist. Gegeben ist, dass wir inklusive unserem Auto heute aus Malaysia raus sein müssen. Es schien uns so, als wenn alle Beamten auf einmal genau wissen, welches Gesetz hier in Kraft tritt und warum wir nicht rein dürfen. Mit Gesetz meine ich das Verbot, dass ausländische Campingfahrzeuge nicht in Thailand rein dürfen. Also, wir damit eingeschlossen. Und das Problem auf der einen Seite ist, dass wir schon einmal durch Thailand gefahren sind, dann 3 Monate in Malaysia waren und nun zurück wollen. Das Problem ist aber, dass die einzige Landesgrenze, die Malaysia hat, eben Thailand ist. Das bedeutet, wir müssen durch Thailand zurückfahren, ansonsten kommen wir nicht weg. Als wir an der ersten Grenze angekommen sind, wurden wir strikt abgewiesen. Dort gab es keinen Spielraum, unsere Lage zu erklären und dass wir ja schon einmal durch Thailand durchgefahren sind. Ansonsten hätten wir nämlich gar nicht dieses Problem, dass wir jetzt in Malaysia sitzen und nicht zurückfahren können. Also sind wir direkt weitergefahren zur nächsten Grenze. Aber auch dort hatten wir keine Chance, die Landesgrenze zu überqueren. Und ich muss ehrlich sagen, das war der Punkt, wo es langsam gruselig geworden ist und man anfängt, sich Alternativszenarien zu überlegen. Aber wie es so oft im Leben ist, braucht man nur ein einziges Ja, egal wie viele Neins man vorher schon bekommen hat. Also sind wir später am Abend weitergefahren an eine andere Grenze und haben es nochmal versucht. Hier war es bis zur letzten Sekunde spannend, wir wurden durchgewunken bis zur letzten Schranke. Und auch da war die Fahrt frei, bis ein Grenzbeamter angelaufen kam und sich vor unser Auto gestellt hat. Wir mussten also zurücksetzen und dann uns erklären lassen, dass Campervans leider nicht in Thailand rein dürfen. Glücklicherweise haben die Grenzbeamten sich hier aber die Zeit genommen, uns zuzuhören, um unsere Lage zu erklären. Was folgte, war eine 2-stündige Diskussion mit den Grenzbeamten. Einige Zeit und einige Telefongespräche später kamen dann auch noch hochrangige Beamte dazu, die mit uns nach einer Lösung gesucht haben. Und tatsächlich, im letzten Moment, wo wir schon fast aufgegeben hatten, boten sie uns eine Lösung an. Sie sagten uns, sie können uns keine offiziellen Papiere ausstellen, die unseren Aufenthalt in Thailand genehmigen würden. Sollten wir also von der Polizei angehalten werden oder schlimmer noch in einen Unfall verwickelt sein, wären wir mit einem nicht registrierten Fahrzeug in Thailand unterwegs, was potenziell zu großen Problemen führen könnte. Die abschließende Frage der Grenzbeamten lautete dann: Wollt ihr das Risiko wirklich eingehen? Und unsere Antwort war ein ganz klares Ja. Oh Mann, ich kann gar nicht genug betonen, was für ein Stein uns vom Herzen gefallen ist. Jetzt sind wir zwar in Thailand, aber irgendwie schwimmt da noch ein mulmiges Gefühl mit, dass es abzuwaschen gilt. Gestern Abend haben uns die Grenzbeamten noch empfohlen, so schnell wie möglich durch Thailand zu fahren, damit nichts passiert. Aber heute? Heute scheint die Sonne und wir können uns nur schwer vorstellen, uns hier hetzen zu lassen. Potenzielle Strafen hin oder her, wir hätten es uns wohl nie verzeihen können, wenn wir Thailand nicht so genossen hätten, wie es sich gebührt. Und dazu nehmen wir jetzt zum ersten Mal eine Fähre und fahren damit rüber nach Koh Lanta. Alle Probleme und Strafen, die gegebenenfalls noch auf uns zukommen, weil wir ohne Papiere in Thailand eingereist sind, sind auf jeden Fall Probleme, um die sich mein Zukunfts-Ich kümmern muss.
Die Insel Koh Lanta ist relativ nah an der Grenze zu Malaysia, also nah dran und eben auch für unser Auto mit dieser Fähre erreichbar. Also ab geht's auf die Trauminsel in Thailand. Und das ist auch bitter nötig nach diesem Albtraum-Szenario, was wir an der malaysischen Grenze hatten. Hier können wir jetzt ein paar Tage entspannen, bevor es dann weitergeht. Gewundert, warum das hier so verbrannt riecht, aber guckt euch das mal an. Ich habe leider nicht viel zu diesem Brand gefunden, außer einem kleinen Artikel, in dem lediglich stand, dass es auf Koh Lanta gebrannt hat und ein paar Straßen gesperrt sind. Aber wenn man hier lang fährt und sich das anguckt, dann sieht das definitiv nicht so aus, als wenn das hier nur ein kleiner Brand gewesen wäre. Also die halbe Insel zu Koh Lanta in Thailand, der ganze Wald ist wirklich komplett brach. Naja, das soll uns nicht weiter stören. Wir haben nur ein Ziel und das ist heute noch einen Traumstrand finden. Und moin moin, wir haben einen Traumstrand gefunden, den wir die nächsten Tage auf jeden Fall nicht verlassen werden. Was für ein schöner Ort. Das ist sehr geil. Jetzt müssen wir uns noch entscheiden, wollen wir Solar aufladen oder wollen wir in den Schatten gehen bei 33 Grad. Nice. Und das Schöne an diesem Van ist, dass er beides bedienen kann. Sonne können wir durch die Solaranlage auf dem Dach einfangen und Schatten bekommen wir durch die Markise. Wir haben gerade einen der schönsten Spots überhaupt gefunden. Nicht nur, weil es hier traumhaft schön ist, sondern weil wir hier einfach genug Sonnenenergie haben. Und seht ihr das da? Wasser. Und da hinten ist eine Toilette. Das heißt, es ist wie ein Campingplatz. Relativ leer, richtig idyllisch. Und ja, es ist gerade 12 Uhr mittags und jetzt sehen wir zu, dass wir hier was Leckeres essen und den Tag hier genießen. Eigentlich hatten uns die Grenzbeamten empfohlen, innerhalb von 3 Tagen durch Thailand zu fahren. Und wir haben auch drüber nachgedacht, das zu tun. Aber wir haben den Plan schneller verworfen, als ein Morgenmuffel morgens den Wecker ausschaltet. In Thailand gibt es tatsächlich noch einige Traumorte. Orte, die sich anfühlen, als sei man im Paradies. Und das Tolle am Vanlife ist einfach, dass man zu den Orten einfach hinfahren kann. Und auf dem Weg noch einige versteckte Perlen findet. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Regionen, die so stark vom Tourismus geprägt sind, dass man das Gefühl bekommt, Europa hätte hier einen Außenposten errichtet. Auch solche Orte haben wir besucht und nicht ausgelassen. Ein ganz beliebtes und traumhaft schönes Urlaubsziel ist zum Beispiel die Insel Koh Tao. Auch auf der Insel waren wir, allerdings diesmal ohne Auto. Theoretisch wäre es möglich gewesen, auch mit dem Auto nach Koh Tao zu fahren bzw. das Auto verschiffen lassen. Aber den Aufwand und das Risiko ist es uns definitiv nicht wert. Also haben wir das Auto kurzerhand stehen lassen und sind für 3 Tage nach Koh Tao gefahren.
Und ja, Koh Tao ist auf jeden Fall eine paradiesische Insel, die einiges zu bieten hat, vor allem für Touristen. Und damit meine ich nicht nur die Fastfood-Ketten, die sich wie Perlen an einer Kette aneinanderreihen, sondern auch die türkisblauen Lagunen, die weiten Sandstrände und die traumhaften Sonnenuntergänge. Und dennoch, ich muss nochmal ganz klar betonen, dass Thailand einfach traumhaft schön ist. Auf der einen Seite hat man Hightech-Städte wie Bangkok und im wahrsten Sinne auf der anderen Seite Thailands hat man riesige Nationalparks, wo es jede Menge Wildlife zu beobachten gibt. Auf der Hintour war ich etwas skeptisch, als ich die Fähren zum ersten Mal gesehen habe. Aber wir haben uns natürlich dann trotzdem dafür entschieden, die Fähre nach Koh Lanta zu nehmen. Und jetzt müssen wir wieder zurück. Und beim zweiten Mal war es eher ein Augen zu und durch. Und man hat etwas mehr Vertrauen in die thailändischen Fähren, als man es beim ersten Mal hatte. Und glücklicherweise haben wir diese Entscheidung auch nicht bereut. Geschafft. Apropos Bangkok, das ist unser letztes Ziel hier in Thailand, bevor es dann weitergeht. Da es allerdings noch einige Kilometer bis Bangkok sind, fahren wir eigentlich jeden Abend auf den nächsthöchsten Berg, der uns in die Quere kommt. Denn auf Bergen lässt es sich viel besser aushalten als auf Meeresspiegelhöhe. Etwas mehr Wind, kühlere Temperaturen und damit einhergehend besserer Schlaf. Und dazu gibt es meist noch eine wunderschöne Aussicht. Und auch heute, fast bevor es zu spät geworden ist, haben wir einen Berg gefunden, auf dem wir fahren können. Wo wir die Nacht verbringen können, bevor wir morgen weiterfahren Richtung Bangkok. Diesmal haben wir auch tatsächlich bekommen, was wir erwartet haben. Unser Campingplatz befindet sich ungefähr 1000 Meter über Meeresspiegel, was es sehr angenehm macht, in der Nacht zu schlafen, denn da hatten wir unter 30 Grad. Upsi, das war knapp. Und jetzt geht es weiter nach Bangkok, denn da haben wir einen Termin. Unser drittes Neujahr auf unserer Reise steht an. Diesmal feiern wir das buddhistische Neujahr 2567. Und dazu fahren wir eben nach Bangkok, denn da geht es richtig ab. Denn hier in Südostasien feiert man nicht nur ein anderes Jahr zu einem anderen Tag, sondern man feiert auch komplett anders. Und ich bin schon ganz gespannt mit voller Vorfreude, was da auf uns zukommt. Denn in Bangkok gibt es zum buddhistischen Neujahr die größte Wasserschlacht der Welt. Jetzt müssen wir in kurzer Zeit zwar noch einige hundert Kilometer fahren, aber dieses Ereignis wird es auf jeden Fall wert sein. Also falls du bei der größten Wasserschlacht der Welt dabei sein möchtest und denkst, dass wir mit diesem Video einen guten Job gemacht haben, drück auf Abonnieren und lass gerne ein Like da. Also bis zum nächsten Mal in unserem voraussichtlich letzten Thailand-Video. Eine Sache wollte ich unbedingt noch machen. Dafür brauchen wir Wasser und eine Zange. Das nervt mich schon seit Georgien, aber ich bin irgendwie nie dazu gekommen, beziehungsweise hab mir mal in den falschen Momenten daran gedacht. Und zwar das Problem unterm Auto. Das ist nicht wirklich ein Problem, aber es stört mich. Was brauchen wir für den Boden? Ich kann mich hier nicht hinten, es ist so heiß. Es ist so heiß, kann ich mir nicht vorstellen. Hier, daher, da ein Stein. Da ist er. Das Ding kommt aus Georgien. Und er hat seine neue Heimat gefunden, hier in Thailand. Hier wohnt er ab jetzt. Jede kleine Anstrengung bedeutet, dass du anfängst zu schwitzen. Aber warte mal kurz, ich habe eine Idee. Viel besser. Und mit genauso viel Wasser wird es im nächsten Video wahrscheinlich weitergehen.
Also, vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid und bis zum nächsten Mal dann in Bangkok, wo wir dann zusammen das Jahr 2567 feiern.